Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier im DCS Editor mit mir. Ich bin der Mero und heute geht es um Tanker, also um Air Refueling oder Luftbetankung. Ich habe dazu ein bisschen was zusammengeschrieben, das seht ihr hier. Und das wollen wir auch Stück für Stück dann miteinander durcharbeiten. Zuerst mal Tanker, klar, dann hier haben wir die Arten der Tanker. Es gibt den sogenannten Basket. Das kann man sich, das ist der Korbtanker, der hat hinten einen Korb. Das ist für die Flugzeuge, die einen ausfahrbaren Tankstutzen haben. Das kann man sich auch relativ leicht merken, was das ist. Basket, also für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind, Basketball, ne, das ist Korbball und der Basket steht für Korb. Und dann haben wir die sogenannten Boom-Tanker. Das ist zum Beispiel, das verwendet die US Air Force für die F-15, für die F-16 und für die A-10. Boom heißt nichts anderes wie Stange oder Ausleger. Und ja, also es gibt Basket und es gibt Boom. Dann gibt es hier die Flugzeuge, habe ich aufgeschrieben. Es gibt für die blauen, also die für die blaue Einheit oder besser gesagt für die US-Einheiten, da gibt es die KC-135 MPRS. Das ist für einen Basket, ne? Also der hat Körbe zum Betanken. Dann gibt es die KC-130. Das ist auch ein Basket. Dann haben wir die KC-135. Das ist eine Boom. Also der hat eine Stange. Auf der roten Seite gibt es die IL-78M und die ist auch ein Basket. Ich schreibe es der Vollständigkeit halber mal noch hin. Basket. So. Und die hat drei Baskets und wenn ihr natürlich rote Einheiten verwenden wollt oder rote Einheiten spielen wollt, dann solltet ihr die IL-78 nehmen. So, dann kommen wir dann auch gleich zu dem, wie das Ganze dann aufgebaut wird. Da ich diese Seite hier jetzt dann auf die Seite schiebe, damit ich euch das zeigen kann auf dem Editor, lese ich es kurz vor. Und zwar, wir werden einen Tanker erstellen und dann werden wir den Orbit bei Wegpunkt 1 setzen. Das bedeutet, der Tanker fliegt dann zwischen Wegpunkt 1 und Wegpunkt 2. Dann werden wir dem Flugzeug eine Bezeichnung geben, einen Tarkan. Und der Tarkan bei Flugzeugen ist Y. Dann werden wir eine Geschwindigkeit und eine Höhe abhängig von dem Flugzeug, das betankt werden soll, wählen. Das erkläre ich dann zu dem Zeitpunkt auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Beziehungsweise wahrscheinlich könnt ihr euch das schon denken, dass eine A10 einen Tanker mit einer anderen Geschwindigkeit braucht, wie zum Beispiel eine F14. Also bei der F14 reden wir ungefähr von 340 Knoten. Und es muss natürlich ein Basket sein. Und bei der A10 reden wir von einem Boom-Tanker. Und wenn der 340 fliegt, dann kommt die A10 natürlich niemals hinterher. Deswegen muss der deutlich langsamer fliegen. So, dann haben wir die Entfernung zwischen den Wendepunkten, sollte mindestens 20 nautische Meilen sein. Das könnt ihr euch natürlich selber zusammenreimen. Wenn der Tanker nur 5 nautische Meilen fliegt, dann dreht, dann wieder 5 Meilen fliegt, dann wieder dreht, dann kommt ihr nicht dazu zu tanken, sondern ist ja eigentlich kontinuierlich in einem Kurvenflug und ihr versucht einfach, das ist dann einfach eine Jagd. Also ihr versucht dann an dem Tanker dran zu bleiben, verzweifelt und das ist natürlich nicht schön. Also 20 nautische Meilen solltet ihr dem Ganzen geben, weil jeder, der Luftbetankung vielleicht sogar schon mal ausprobiert hat, der weiß, dass es ein bisschen braucht, bis man erst einmal sauber hinter dem Tanker ist, bis man die Position gefunden hat, bis man mit dem Tanker gefunkt hat und bis man dann eingestöpselt hat, das dauert durchaus ein bisschen. Und da ist natürlich, je länger der Flugweg des Tankers ist, desto besser ist es. Aber auch die Karte hat nur eine beschränkte Größe und deswegen, ja, also wenn ihr irgendwo zwischen 20 und 30 nautischen Meilen seid, dann sollte das eigentlich okay sein. Dann haben wir hier, habe ich hier noch aufgeschrieben, der Funk darf nicht mit Funkstellen auf der Karte kollidieren. Das ist ganz klar. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Senaki Kolki hat 261 und wenn ihr dem Tanker 261 gibt, dann wird wahrscheinlich, und der Tanker fliegt dann vielleicht sogar noch in der Nähe von Senaki Kolki, dann werdet ihr da unter Umständen Probleme bekriegen. So, last but not least, dann solltet ihr das Ganze natürlich noch in das Briefing eintragen.
Weil euch bringt der beste Tank ja nichts, wenn keiner weiß, dass er da ist. Und deswegen solltet ihr da Wert drauf legen, dass der Name des Tankers drinsteht, weil dann wisst ihr, dass er mit dem richtigen funkt. Dann sollte das Tarkan drinstehen, die Funkfrequenz, die Höhe, die Geschwindigkeit und die Position, damit ihr in eurer Flugplanung oder in eurer, wenn dann Leute eure Karte spielen oder eure Mission spielen, damit sie dann in der Planung das auch richtig mit einbinden können. So, was ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, aber was noch eine Sache ist, die ihr vielleicht im Hinterkopf behalten solltet, der Tanker sollte einen vernünftigen Flugweg haben. Ja, ich sage jetzt hier bloß mal als Beispiel, wenn ich einen Tanker mache, der Senaki Kolki und hier Tiblis Loci verbinden soll, also Tiblis Loci ist hier, Senaki Kolki ist hier, dann macht es keinen Sinn, wenn der Tanker zwischen Senaki Kolki und Tiblis Loci hin und her fliegt, weil wenn ihr in Senaki Kolki seid und der Tanker ist gerade in Tbilisi, dann werdet ihr den nicht mehr erreichen. Ne? Also das bedeutet, einen Tanker, der Senaki Kolki und Tbilisi verbinden soll, dann wäre es gut, wenn der hier in Kashuri ist und dann sollte der auch nicht in dem Fall von links nach rechts fliegen, sondern von oben nach unten. Ja, weil dann ist, wenn ihr von Senaki kommt und ihr seid in Kashuri, dann ist er entweder bei einer Entfernung von 20 nautischen Meilen, ist er entweder 10 Meilen im Norden oder 10 Meilen im Süden. Aber also, ich denke, ihr habt es soweit verstanden, das Konzept. So, dann habe ich hier schon mal einen Tanker vorbereitet. Den Tanker habe ich nicht vorbereitet, damit ich sagen kann, bam, bam, so schaut's aus, sondern den Tanker habe ich deswegen vorbereitet, damit ich natürlich auch keinen Fehler mache. Und wir fangen jetzt mal an. Wir gehen hier zu den Flugzeugen. Also ich bin jetzt hier auf der linken Seite. Flugzeuge aufmachen und dann klicken wir hier mal auf Refueling und dann sollte eigentlich, naja, ist natürlich nicht der Fall. In einer vorhergehenden neuen Version war hier schon mal bei Refueling dann auch nur die Flugzeuge drin gestanden, die fürs Refueling möglich sind. Jetzt machen wir das halt einfach zu Fuß. Wir nennen den Tanker einfach mal Tanker. Und wir haben jetzt hier, wenn wir den Tanker positionieren, also wir nehmen jetzt einfach mal hier die KC-135 MPRS. Wir positionieren den hier, dann gibt er uns hier, weil es ein Tanker ist, auch hier als Callsign Texaco, Arco und Shell vor. Mehr gibt es leider nicht. Es gibt momentan nur die drei zur Auswahl. Ich würde mir wünschen, dass es mehr gibt, weil dann könnte man mehr Tanker an verschiedenen Orten positionieren. Aber das ist halt einfach aktuell Stand der Dinge. So, der Tanker, den ich hier schon mal platziert habe, der heißt Shell. Dann nehmen wir hier mal den Texaco, dann nennen wir den auch so Tanker und Tech. Jetzt, dass ich es nicht falsch schreibe, Texaco. Und wir schauen, dass wir dem Tanker möglichst einen guten Piloten geben, ja, dass der hier zum Rumholpern anfängt. Aber ich habe hier auch noch keinen Unterschied gemerkt zwischen einem guten und einem schlechten Piloten. Dann nennen wir den einfach mal den Tanker, ja, den Piloten nennen wir auch mal Tanker Texaco. Texaco. Ihr könnt ihn natürlich nennen, wie ihr wollt, aber es ist wichtig, dass ihr hier was eintragt. So, und jetzt schauen wir uns mal den MPRS, also die KC-135 MPRS an. Und wir sehen jetzt hier am Flugzeug, der hatte eigentlich hier hinten einen Boom, also einen Ausleger. Und hier links und rechts an den Tragflächenspitzen hat der sogenannte Vorrichtungen, wo der Basket drin ist, also wo der Korb drin ist. Und diese Vorrichtungen werden dann ausgefahren und da ist dann quasi ein Schlauch und an dem Schlauch hängt der Basket dran. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, also der Korb hängt am Schlauch, so jetzt. Dieser MPRS sollte eigentlich funktionieren mit beiden, also sowohl mit dem Boom als auch mit den Baskets. Das tut er aktuell nicht. Vielleicht kommt es irgendwann später. Stand der Dinge heute, also wir haben heute den 4.11.2021. Aktuell funktioniert der Boom nicht, sondern nur die Baskets. So, was haben wir noch in unserer Liste stehen? Wir haben die KC-130, die nehmen wir natürlich auch mal her. KC-130. Die KC-130 ist, glaube ich, irgendwann mal ursprünglich ins Spiel gekommen in Verbindung mit dem Harrier. Aber das ist nur so zur Historie. So, und bei der KC-130 seht ihr auch die Gondeln hier außen. Also ihr seht hier die Propeller, sind vier Motoren, vier Propeller. Und zwischen den zwei Motoren hängen hier Tanks, das sind die Zusatztanks.
Und hier außen die Außengondeln jeweils links und rechts, das sind die Gondeln, da versteckt sich oder verbirgt sich der Schlauch mit dem Korb drin. Also das ist quasi der Schlauch mit dem Basket. Gut, was haben wir noch auf unserer Liste? Die KC-135. Die KC-135 sieht man jetzt hier schon. An den Flügelspitzen ist nichts, also das bedeutet, es ist kein Basket verborgen, sondern er hat nur hier hinten diesen Heckausleger, den man, glaube ich, ganz gut sehen kann mit den beiden Flügelchen. Und das ist unser Boom-Tanker, also unser Stangentanker oder unser, na, Stabtanker, wie auch immer man das aufs Deutsche übersetzen will. Also im Englischen heißt er auf jeden Fall Boom. Die Il zeige ich euch auch mal. Das ist die Iljuschin 78M von der roten Seite. Das ist ein Basket. Und hier seht ihr hier an den Außenstationen ganz links und ganz rechts seht ihr jeweils einen Basket und oder besser gesagt eine Vorrichtung für einen Basket. Der kommt da raus. Und ihr seht hier hinten am Heck noch mal eine Vorrichtung. Also diese Iljuschin ist groß genug. Sie könnte im Zweifelsfall oder besser gesagt, sie kann auch standardmäßig drei Flugzeuge gleichzeitig betanken. So, wir gehen zurück zu USA. Wir gehen auf Refueling und jetzt setzen wir einfach mal eine KC-135M, KC-135 MPRS. Genau, das ist das Flugzeug unserer Wahl. Und wir haben es jetzt hier mal auf, oder ich habe es jetzt hier mal einfach auf die Karte geworfen und habe hier auch noch nichts groß eingestellt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Flugzeug wollen wir betanken? Also wir haben jetzt Baskets und sagen wir mal, wir möchten eine F14 betanken, dann muss der Tanker natürlich etwas schneller fliegen, also ungefähr so 340, 350 Knoten. Und er muss auch etwas höher fliegen, weil im Allgemeinen die F14 ein Abfangjäger, ein Höhenabfangjäger ist. Ja, also das bringt natürlich nichts, wenn die F14 irgendwo ihre Lebenszeit verbringt auf 28.000 Fuß und der Tanker fliegt dann irgendwo auf 16.000 Fuß. Sollte die Tanker sowieso in einer entsprechenden Höhe fliegen lassen, denn wenn ihr zum Beispiel eine Karte baut und auf dieser Karte sind gegnerische SAM-Stellungen, und ihr macht jetzt den Tanker auf 12.000 Fuß und der fliegt aber jetzt über eine SAM-Stellung, die 16.000 Fuß hochschießen kann, dann wird natürlich diese SAM-Stellung versuchen, den Tanker abzuschießen. Und das möchtet ihr natürlich vermeiden. Also das bedeutet, entweder sucht ihr euch einen cleveren Ort, wo ihr den Tanker tiefer fliegen lasst, zum Beispiel für eine A10, weil eine A10 hat ja, ihr Spielplatz ist irgendwo so zwischen, keine Ahnung, sagen wir mal 1.000 Fuß. Und 12.000 Fuß, ne, dann bietet sich das an, dass natürlich der Tanker für die A10 auch auf 10.000 Fuß irgendwo rumfliegt mit der entsprechenden Geschwindigkeit. Das wäre dann irgendwo so bei ja, 270, 280 Knoten, würde ich sagen. Damit die A10 erstens mal von der Höhe her rankommt und auch zweitens mal von der Geschwindigkeit hinterherfliegen kann. Und also es geht ja nicht nur darum, dass die A10 dann die Geschwindigkeit von dem Tanker halten kann, sondern dass die A10 auch den Tanker aufholen kann. Ja, und deswegen muss der Tanker auf jeden Fall langsamer fliegen. Und da könnt ihr euch normalerweise bei diesen Sachen immer an die Cruise-Geschwindigkeit von den Flugzeugen halten. Also wenn ein Flugzeug eine Cruise-Geschwindigkeit von 320 oder 340 Knoten hat, dann sollte der Tanker auch ungefähr diese Geschwindigkeit haben, weil dann kann nämlich das Flugzeug diese Geschwindigkeit einnehmen bzw. überschreiten, um den Tanker aufzuholen. So, jetzt viel Gelaber und jetzt kommen wir mal zurück hier auf die Karte und in den Editor. Ich gebe jetzt hier einfach mal ein, sagen wir mal, ich mache jetzt diesen Tanker für eine FA-18. Die FA-18 hat ihre Spielwiese von bis, also die kann relativ niedrig fliegen, kann relativ hoch fliegen. Deswegen geben wir hier einfach mal 19.000 Fuß. Und sie hat auch eine Geschwindigkeit, ein Geschwindigkeitsband, das relativ breit ist. Deswegen geben wir ihr mal 340 Knoten. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ihr jetzt einem Tanker eine Geschwindigkeit gibt von 420, 450, 460 Knoten, weil
sonst verbraucht der Pilot oder sonst verbraucht das Flugzeug ja schon sehr viel Sprit, um zum Tanker zu kommen. Andersrum macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn der Tanker zu langsam fliegt, weil wenn der Tanker zu langsam fliegt, dann muss der Pilot im Grenzbereich hinter dem Flugzeug, hinter dem Tanker herfliegen und ist schon kurz vorm Stall. Ja, also das ist natürlich auch nicht gut. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr so einen Tanker positioniert, macht euch vorher schlau, welches Flugzeug ihr betanken wollt. So, also wir haben jetzt hier, ich habe jetzt mal 19.000 Fuß mit 340 Knoten. Und jetzt machen wir den nächsten Wegpunkt, den machen wir mal hierher. Und dann machen wir gleich noch den zweiten Wegpunkt, den machen wir hierher. Und ich habe diesen ersten Tanker drin gelassen, um ungefähr eine Entfernung zu haben, wie weit ich auseinander muss. Weil ich habe euch ja am Anfang gesagt, 20 nautische Meilen sollten es auf jeden Fall sein. Und jetzt messen wir das Ganze mal raus. Und dann haben wir hier auch 21 nautische Meilen haben wir jetzt hier. Und das würde natürlich passen. Also wie gesagt, an der Stelle nochmal, lieber zu lang als zu kurz. Ihr solltet die 20.000 Meilen, wenn es möglich ist, nicht unterschreiten, weil ne, ihr müsst anfliegen, ihr müsst Tankschutzen ausfahren, ihr müsst funken und so weiter und so weiter. Und bis ihr dann wirklich einmal den Schnöpfel reingesteckt habt, da kann es schon sein, dass dann die ersten 5 Meilen weg sind. Ja. Gut. Also, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Gag an dem ganzen Tanker. Wir geben ihm am Wegpunkt, also erstmal, ne, jeder von uns oder jeder, der schon mal versucht hat zu tanken, der wird sich natürlich irgendwann nach einer halben Stunde hinter dem Flieger herfliegen. Entweder wird er sich im Boden bohren oder er ist so stinksauer, dass er den Tanker versucht abzuschießen oder in ihn reinzufliegen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen geben wir dem Tanker, oder besser gesagt, wir wollen das schon, aber wir wollen ja nicht, dass das auf einer Karte passiert und dass die Leute den Tanker rammen vor lauter Wut. Deswegen geben wir hier dem Tanker die Möglichkeit, was heißt die Möglichkeit, wir sagen ihm einfach, dass er, na jetzt, wo ist er denn? Wir sagen ihm, dass er immortal ist. Immortal bedeutet quasi unzerstörbar. Und damit er nicht von Gegnern angegriffen wird, sagen wir ihm auch noch, dass er invisible ist, also unsichtbar. So, mit Immortal und Invisible haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist eben, dass er unzerstörbar ist und die andere ist, dass er vom Gegner nicht gesehen wird. Und damit ist er relativ sicher. Ja. Wenn ihr jetzt dem bloß Immortal gibt und nicht Invisible, dann kann es passieren, dass da ein gegnerisches Flugzeug eine halbe Stunde hinterherfliegt und in den Tanker reinschießt und dann irgendwann ATB zurückfliegt. Ne? Und also das vermeidet solche Sachen einfach, ja. Also gibt ihm Invisible und Immortal und dann sollte das passen. Jetzt gehen wir mal zu den Grundeinstellungen von dem Tanker. Ihr seht ja jetzt hier schon, wenn der Tanker vorausgewählt ist als Tanker, dann steht hier in dieser Liste drin Tanker, also er wurde schon mal vorgruppiert und er hat schon eine Aufgabe bekommen. Also das bedeutet, die Aufgabe dieser Einheit ist Tanker. So, die zweite Sache, die auch gleich mit dem Tanker im Regelfall mitkommt, das ist Activate Tarkan. Sollte das nicht der Fall sein, dass das drinsteht, könnt ihr hier auch über Add diese ganze Geschichte suchen. Und zwar, wo ist es denn? Hier haben wir zum Beispiel Tanker. Und hier bei den Commands müsste irgendwo das Tarkan stehen. Activate Tarkan, da ist es. Also sollte das mal aus irgendwelchen Gründen nicht drinstehen, ihr könnt es auch manuell eintragen. Aber jetzt habe ich ihn weggeklickt. So. Und jetzt ist natürlich so, jetzt müssen wir dem Ganzen auch die Möglichkeit geben, also das ist jetzt die Möglichkeit, dass ihr als Pilot oder dass der Pilot mit dem Tanker kommunizieren kann. Die Möglichkeit müssen wir ihm geben. Oder besser gesagt, hier in dem Fall wäre es jetzt Tarkan, dass wir ihm die Möglichkeit geben, ihn zu finden. So, bei den Flugzeugen ist es so, da ist der Channel Mode Y. Und wir geben ihm jetzt einfach mal den Kanal 12, ist jetzt nicht so dramatisch, aber auch beim Vergeben des Kanals solltet ihr darauf aufpassen, dass der Kanal nicht kollidiert mit einer Bodeneinheit. Also ne, hier Senaki Kolki hat glaube ich 31, wenn ihr 31 und X vergebt, dann habt ihr natürlich, dann werden die Leute nach Senaki Kolki fliegen. Und deswegen ist es schon mal wichtig, dass der Channel Code von fliegenden Einheiten ist Y, von Bodeneinheiten ist X.
Und jetzt habt ihr natürlich im Y-Bereich dann die Möglichkeit, hier dann das nochmal zu definieren mit einer Zahl. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Callsign anzugeben. Das Callsign sind immer drei Buchstaben, vielleicht vier Buchstaben. Also wenn ihr hier einen ganzen Roman reinschreibt, dann wird es nirgendwo auftauchen. Und hier unten haben wir jetzt zum Beispiel die Unit, das ist der Tanker Texaco. Und das, was hier drin steht, das ist das, was hier oben als Pilot drin steht. Also das wird von hier aus übernommen. So, und das ist eigentlich schon alles, ne? Ihr gebt hier Y ein, ihr gebt hier dann die Zahl ein, die ihr euch gewählt habt, ihr gebt hier das Callsign ein. Hier könnt ihr auch, wenn ihr wollt, Text reinschreiben. Ja? Also Text für Texaco oder TKR für Tanker oder was euch gefällt. Ne? Bei Shell benutzen wir oft SHL. Das ist eure persönliche Vorliebe. Ihr müsst es dann bloß irgendwo mit hinterlegen. So, dann haben wir jetzt dem, jetzt habe ich es wieder weggeklickt, jetzt haben wir dem Tanker einen Namen gegeben. Das taucht jetzt hier unten auch auf. Er hat das Tarkan Y, er heißt Tex, er heißt Unit Tanker Texaco. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ihm auch sagen, wo er hinfliegen soll. Und da gehen wir bei dem ersten Wegpunkt auf Add, also auf Hinzufügen, wäre das dann auf Deutsch. Und hier machen wir jetzt. Ja, wo ist es jetzt? Wir suchen hier Orbit. Und unter Orbit suchen wir jetzt Racetrack. Also wir könnten hier noch Circle eingeben, wobei Circle ist eine Sache, die man benutzt, um zum Beispiel fliegende FACs, also fliegende JTAGs zum Beispiel zu machen. Deswegen, das machen wir hier auf Racetrack. Und dann Racetrack bedeutet, er fliegt eine Strecke hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Und das würde er jetzt dann machen zwischen 1 und 2. Und zwar in einer Höhe von 19.000 Fuß. Also das können wir hier nochmal reinschreiben und dann hier mit einer Geschwindigkeit von 340. Und er wird auch konsequent diese Geschwindigkeit und diese Höhe halten, weil ihm das dieser Befehl Orbit vorgibt. So, na, wieder weggeklickt. Und jetzt steht es hier unten auch rechts in den Advanced Waypoints oder in den fortgeschrittenen Wegpunkten steht es drin. Orbit Höhe 19.000 Fuß. Und der Wegpunkt 2, an dem Wegpunkt 2 machen wir gar nichts. Also da müssen wir auch nichts machen, weil die Wegpunkte von vorne nach hinten eigentlich die Aufgaben mit übernehmen sollten. Also das bedeutet, wenn er hier dem Flugzeug hier an seinem noch nicht Wegpunkt, sondern das wäre hier der Wegpunkt 0, also der Startpunkt, alles, was er ihm hier an dem Startpunkt sagt, das wird er auch am Wegpunkt 1 machen und das wird er auch am Wegpunkt 2 machen. Und alles, was er ihm hier sagt am Wegpunkt 1, ne, hier zum Beispiel Orbit, das wird er auch am Wegpunkt 2 machen. Das bedeutet, obwohl hier am Wegpunkt 2 nichts drinsteht, ist der Befehl trotzdem Orbit, es ist trotzdem ne, unzerstörbar, es ist drin unsichtbar und es ist drin der Tarkan. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das passt so. Gut, dann haben wir, ich gehe bloß mal schnell meine Liste durch. Wir haben den Orbit mit Wegpunkt 1 festgelegt. Wir haben das Tarkan festgelegt. Wir haben die Geschwindigkeit und Höhe abhängig vom Flugzeug haben wir gemacht. Die Entfernung zwischen den zwei Wegpunkten sind mehr als 20 nautische Meilen haben wir gemacht. Und genau, die Funkstelle darf nicht kollidieren. Also ich bin jetzt diese Punkte hier unten nochmal schnell durchgegangen. Und jetzt, last but not least, müssen wir natürlich noch diesen Eintrag ins Briefing machen, damit hier auch drin steht, was denn los ist. Und dazu machen wir hier das Briefing auf. Das ist hier oben, also im Englischen heißt es Create Mission Briefing. Im Deutschen wird es wahrscheinlich ähnlich heißen, also irgendwie so, was weiß ich, Missionsbriefing erstellen oder sowas. So, und da gehen wir jetzt hier rein. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Das Tutorial für DCS, das stand schon die ganze Zeit drin. Der Tanker, den wir genommen haben, ist der Texaco. Und hier würde man jetzt zum Beispiel auch in Klammern noch mit reinschreiben, was wir angegeben haben, also Tex. Ja, das bedeutet, das ist das Callsign. Und jetzt haben wir eine Frequenz. Oh, die Frequenz haben wir noch gar nicht angegeben. Guck an. So, die Frequenz geben wir hier mit ein. Frequency hier oben, da steht jetzt 251 drin. Für diesen Testzweck lasse ich das jetzt einfach mal auf 251. Aber wie gesagt, hier müsst ihr auch, also das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt,
Ich habe jetzt schnell das hier von Akku auf Texaco geändert. Hier müsst ihr natürlich das noch eingeben, also die Funkfrequenz eingeben. Wenn ihr die Funkfrequenz, wenn sie sich überschneidet oder irgendwas, na, dann das bietet sich hier zum Beispiel immer an oder oft an, 0,5 zu nehmen, einfach deswegen, weil hier auf Senaki, gerade hier auf dem Kaukasus zum Beispiel, gibt es relativ wenig Funkfrequenzen, die dann hinter 0,5 haben. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich mache den Hidden on Map, dass man auch den Tanker nicht sieht. Hat was damit zu tun, weil ich persönlich den Anspruch habe, dass also ich selber und die Leute, die die Karten von mir spielen, die sollen sich gefälligst die Mühe machen, den Tarkan richtig einstellen und da auch hinfliegen. Und die F10-Karte macht es natürlich sehr, sehr einfach. Wenn ihr hier keinen Haken reinmacht, dann sieht man diesen Tanker auf der Karte und dann braucht man den Tarkan nicht. Dann kann man sich viele Sachen ersparen. Und ja, das ist für mich persönlich so einfach, deswegen mache ich da Hidden on Map. Ihr könnt es natürlich für euch entscheiden, wie ihr das machen wollt. So, also wir haben, ich gehe nochmal zurück zum Briefing. Und der heißt Texaco, also der Tanker heißt Texaco. Ich kontrolliere das nochmal, ich klicke mal drauf. Tanker heißt Texaco, hier unten das Callsign ist Texaco. Und wir haben hier als Callsign nochmal Text drin. Das bedeutet, wir schreiben das auch so ins Briefing, also Tanker, Texaco, Tex. Dann haben wir als Frequenz die 251,500 gehabt. Und ich denke, das waren Megahertz. Dann hatten wir als Tarkan, hatten 12 und dann Y. Da schauen wir auch nochmal nach. Also wir haben 251 Megahertz AM und wir haben hier 12 Y als Tarkan. So, dann gehen wir nochmal zurück und wir haben hier im Orbit 341 Knoten, also das sind die 340, die wir wollten und eine Höhe von 19.000 Fuß. Deswegen schreibe ich das hier auch rein. Wir haben eine Höhe von 19.000. Mache ich noch schön einen Punkt mit rein. Fuß, FT und eine Geschwindigkeit von 300, na, 340 Knoten. So, und jetzt habt ihr das Ganze nämlich auch eindeutig definiert. Also das bedeutet, jeder, der jetzt im Briefing den sagt, oh, ein Tanker, der wird den Tanker auch so ansprechen können. Um diese ganze Sache jetzt noch ein bisschen zu vereinfachen, geben wir aber auch die Position von dem Tanker noch an. Und zwar können wir das hier bei dem Tarkan mit reinschreiben. Und da schauen wir, da scrolle ich ein bisschen raus. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel, der ist im Feld FG. Ne, deswegen würde ich jetzt hier noch mit reinschreiben: POS in den Klammern FG. Und dann weiß da jeder Bescheid. So. Und so würde ich das jetzt ins Briefing mit reinschreiben. Also natürlich könnt ihr das reinschreiben, wie ihr wollt, und ihr könnt es auch völlig durcheinander schreiben, ihr könnt es in einer anderen Reihenfolge schreiben, aber ihr müsst euch immer überlegen, zu euch kommen natürlich Leute auf die Karte, beziehungsweise mit euch wollen Leute spielen und die wollen das möglichst einfach und klar definiert. Ne? Darum geht es ja in meinen ganzen Videos eigentlich, dass man DCS eigentlich, ja, wie soll ich sagen, strukturieren kann, verbessern kann. Es muss kein Chaos sein, sondern man kann einfach hier mit wenigen kleinen Sachen, wenn man ein bisschen nachdenkt, ein sehr tolles Ergebnis haben. So, und das war es jetzt eigentlich zum Thema Tanker. Ich blende hier das nochmal ein, damit ihr euch das nochmal durchlesen könnt an der Stelle, wenn ihr wollt. Und ansonsten ist von mir aus jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jedes Abo. Ich mache das nicht für Geld, sondern ich mache das zum Spaß. Deswegen bitte entschuldigt das, wenn vielleicht der Ton ab und zu ein bisschen schlecht ist oder wenn vielleicht die eine oder andere Information etwas holprig ist oder wenn mein fränkischer Dialekt ein bisschen
ja, für euch nicht so, sich nicht so toll anhört. Aber wie gesagt, ich mache das Ganze zum Spaß und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Resonanz auch dementsprechend ist. Und über Kritik freue ich mich natürlich auch. Deswegen, wenn ihr irgendwie sagt, das und das und das hat mir so nicht gefallen, dann schreibt es bitte. Ich freue mich auch darüber, wenn ich positive Kritik komme und wenn ihr sagt, ja, das war ein tolles Video, schreibt mir das drunter. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit DCS, mit dem DCS Editor und mit dem DCS im Großen und Ganzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Weihnachten, schönes was auch immer. Und ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Zumindest jetzt.